Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video von Banished. Ja, es ist ja inzwischen schon wieder eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Für euch müssten die Folgen noch laufen, beziehungsweise dem Tag, wo sie aufnehmen, laufen sie noch. Also an dem Tag, wo ich das hier jetzt schaut, bin ich schon wieder... Egal. Fakt ist, unser Storage war das letzte Mal voll und ich nehme wieder den Fokus zu sehr raus, weil ich hier rumscrolle. Sorry. Ja, das muss gebaut werden und mir wurden einige Tipps wieder gegeben für Felder und alles, die leider ein bisschen zu spät kamen, weil ich bis dato schon fertig war mit hier dem allen Umbauen und so. Aber trotzdem werde ich sie zum Teil zumindest versuchen zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Felder früher anfangen zu ernten oder sowas. So, unser Handelsposten ist bald fertig und das ist wirklich was, worauf ich mich freue. Würden die jetzt auch endlich mal die Brücke fertig eigentlich bauen oder wollen die echt die ganze Zeit hier außen rumlaufen? Komische Leute, hey. Ja, okay. Es nervt mich jetzt schon wieder, dass diese Fehlermeldung, Achtung, Achtung, alles voll und alles tot und alles blöd, Meldung die ganze Zeit da kommt. Wäre ziemlich cool, wenn nicht. Mir wurden, haben Leute gesagt, ich möchte doch bitte auch diese Fenster offen haben. Nee, das nicht. Diese hier. Aber dann sehe ich ja nichts mehr. Die blockieren ja voll meine komplette Sicht. Ich könnte das hier vielleicht da runter... packen, damit ihr die auch habt. Weil ich nicht weiß, warum ich die haben sollte, aber okay. Ja gut, da stehen halt, wenn Leute sterben, okay, aber sie ist so groß und na gut, ich habe das Spiel halt auf 1280 auf 720p gestellt, sprich, das ist für mich relativ klein, auch wenn ihr es relativ groß seht. Aus dem Grund, dass es auch für YouTube so schöner aussieht, A, und B, weil ich lieber im Fenstermodus so aufnehme, denn dann kann ich meine ganzen Sachen sehen. Also hier an der Seite, wo jetzt meine Maus befindet, sich ein bisschen hinten dran verstecken, sehe ich Open Broadcaster und Outer City und alles. Und damit sehe ich dann natürlich, wie laut ich rede und wie das Bild gerade für euch aussieht. Und das ist natürlich für mich auch relativ wichtig, damit ich es zumindest meistens so hinkriege, dass ihr das angenehm schauen könnt. Ich weiß, dass ich es nicht immer hinkriege, aber ja. Und dementsprechend ist das Video halt, das Spiel halt etwas kleiner. Ich könnte natürlich im Vollbildmodus spielen, aber dann sehe ich diese Anzeigen nicht da drüben. Und die brauche ich. Die will ich haben. Sagen wir so. So. Macht ihr das jetzt mal fertig? 29 Arbeitsschritte noch. Das ist jetzt ja nicht so schwer. Ach ja. Ich sollte hier jetzt dann schon mal harvesten. Dann würden die wohl anfangen, die großen Dinger hier schon wegzuernten. Auch die kleinen. Aber die wachsen wohl nach. Und es würde wohl so effektiver sein, als wenn man wartet, bis die das automatisch machen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das stimmt oder wie weit das nicht stimmt. Ich versuche es einfach mal. Aber die ernten hier schon überall so fleißig, dass ich das schon gar nicht mehr machen muss. Da habe ich es wohl schon verpasst. Ja, ich habe verstanden. Der Storage ist voll, der Storage ist voll, der Storage ist voll. Ja, das müssen wir halt auch noch fertig machen. Trotzdem möchte ich jetzt erstmal den Handelsposten machen, dass ich jetzt endlich in dieser Folge den scheiß Handelsposten euch zeigen kann. Oder auch selbst mal benutzen kann. Ich habe den ja noch nie selbst wirklich benutzt. So. Noch 20 Arbeitsschritte. Das wird ja wohl jetzt mal hinhauen, oder? Regen, Regen, Regen. Naja, noch 10. Komm. Go. 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 Oh, ich bin aufgeregt. Aber wenn die jetzt weggehen, ich würde so... Ey. Komm, ein... Alter, nee. Nee. Hallo? Nein. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch pures Mobbing, oder? Das ist doch... Also... Wow. So much hate. So. Was war's jetzt? Trade. Punish. Ich möchte gerne... Wir machen hier mal die Zeit langsamer, damit ich hier nicht irgendwie was nebenher verpasse. Na, kommt, sag ich was, möchte ich was kaufen und zwar möchte ich Also sagen wir es mal so, ich biete erstmal was an. Und zwar, was haben wir in Überfluss? Medizin können wir ein bisschen was anbieten. Da bieten wir mal sowas an. Bei Quality. Oh, da ist Medizin sogar ganz weit oben. Cool. Aber trotzdem... Machen wir mal Auto Perish Never, bevor der da irgendwas macht.
Jetzt müssen wir wahrscheinlich warten, bis da dieser komische Kerl kommt. Ach, und das Ding braucht natürlich auch Leute, die da dran arbeiten. So, schicken wir mal einen rein. Wie viele Leute haben wir denn noch? Ich glaube, wir haben nur zwei gehabt. Ja, jetzt haben wir nur noch einen. Gut, der bleibt dann erstmal so. Und da, ja. Das können Sie jetzt auch bitte schnell fertig stellen, damit diese nervige Meldung mir nicht mehr auf den Sack geht. Und mir hat jemand gesagt, dass das hier echt blöd war zu bauen. Leider haben wir es jetzt schon gebaut. Aber immerhin, jetzt können wir es nutzen für den Fall, dass wir es dann irgendwann brauchen. Wir können irgendwann Vagabunden wohl aufnehmen. Und diese wären dann ganz cool. Und da ist wieder jemand gestorben beim umfallenden Baum. Das ist natürlich auch mal was Neues. Interessant. So, der Storage ist bald voll. Essen haben wir wahnsinnig viel. Working Labor. Okay, da ist jemand erwachsen geworden. Gut, die Anzeige ist doch ganz interessant. Ihr hattet natürlich recht, aber das ist mir halt alles so viel Fensterzeug hier. Ich spiele doch hier nicht den Fenstersimulator. Ich spiele doch hier Banished. Ja, ich weiß, wenn ich das größer spielen würde, hätte ich auch wahrscheinlich mehr Sicht, aber. Ja, könnt ihr die Körbe bitte auch wegtragen? Das wäre jetzt ja. Das, wow. Thanks. Wobei, wir haben kein Storage, ne? Wo sollen sie hintragen? Ja, gut. Ich nehme es ja zurück. Ich nehme es ja zurück. Bevor wieder die wütende Meute über mich fällt. So. Warum hast du hier ein Fragezeichen? No citizens available to work here. Dann muss halt der da arbeiten. So. Wir hatten doch noch einen. Warum hat denn der sich da nicht automatisch reingestellt? Halt. Ja. Ja, wir haben immer noch einen. So. Hier arbeitet zwar nur einer, aber es arbeitet immerhin jemand. Hoffentlich. Und hoffentlich kommt auch bald das Schiff. Hoffentlich kriegen wir da eine Meldung, wenn das Schiff kommt. Das wäre voll scheiße, wenn wir da keine Meldung bekämen. Ach, hier kann man sogar einstellen, wenn sie zu alt an Altersschwäche sterben. Das wäre ich aber echt nicht. Und ich mache gleich diese Storage-Meldung aus, wenn die nicht hier. Na gut, die haben gleich das Storage stehen da. Komm. Und noch einen. Ey, die verlassen mich immer bei 99%. Was soll denn der Kack? Puh. Arschlöcher. Wer hat das gesagt? Ja. Wenn ihr halt da arbeiten würdet, müsst ihr euch auch nicht beschweren. Danke. Meine Güte. Ist das eine Geburt gewesen, ey. Ja, jetzt haben wir mehr Storage. Und alles. Und jetzt können wir uns auch wieder um andere Sachen kümmern. Beispielsweise können wir uns jetzt darum kümmern. Worum können wir uns kümmern? Ein Hospital zu bauen? Wäre das vielleicht was? Ey, warum passt hier eigentlich nie irgendwas hin? Passt da eine Kirche? Das wäre super. Das ist. Nein. Nein, definitiv nicht. Aber eine Kirche würde hier hinpassen. Auch optisch würde sie dahin passen. Könnte man sich überlegen, durchaus. Hier müssen wir aber auch noch Leute reinlassen, bevor wir die Kirche anfangen zu bauen. Wir sollten unsere Ressourcen nicht zu sehr verschwenden. Der Händler scheint nie zu kommen. Wahrscheinlich kommt er erst im Frühjahr oder so, weil im Winter über das Meer fahren ist wahrscheinlich auch nicht so cool. Und dann sagt er sich, nee, lieber nicht. Was, du bist. Okay. Hast deine volle Produktionsding. Okay, von mir aus. Mehr Menschen werden geboren und tatsächlich, ist dieser Storage auch schon wieder fast halb voll. Wow. Das ist ja echt krass. Worum kümmern wir uns diesmal? So, ich möchte am wenigsten mal Tiere und sowas haben. Oder allgemein mich ausbauen und alles. Wie gesagt, hier bauen wir dann so den zweiten Teil der Stadt hin. Könnten wir eigentlich mal anfangen, schon ein paar Steinhäuser zu bauen. Die könnten dann ja da arbeiten oder so. Ich denke, das ist vielleicht ganz cool. Warte, nee, wir lassen es erstmal. Vielleicht komme ich dann noch auf eine bessere Idee. Oder ihr kommt auf gute Ideen, wenn bis dahin es nicht zu spät ist. Das weiß ich natürlich nicht.
Was ist hier los? Ach, hier arbeitet wieder keiner. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, das Blöde ist, dass ich hier jetzt nicht einfach sagen, hallo. Wow. Das ist ja echt gemein, dass hier jetzt irgendwie keiner arbeiten möchte. Vor allen Dingen, auch wenn ich hochschraube, arbeitet hier einfach keiner. Na gut. Ja, der ist jetzt eh nicht so wichtig, dann lassen wir den erstmal. Und wir haben frühen Frühling. Das ist auf Deutsch echt schwer auszusprechen. Gucken wir jetzt mal. Das ist doch der Fluss, der an den Maprand geht, ne? Ja, der geht an den Maprand. Das heißt, der müsste funktionieren. Bei dem müssten wir theoretisch, ja, der geht einmal durch die ganze Map, da müsste theoretisch irgendwann ein Händler kommen. Na, da bin ich jetzt mal drauf gespannt, wann der kommt. Hat der da eigentlich schon mal was reingestellt? Nee, ne? Wir können vielleicht noch ein bisschen mehr von anderen Sachen reinstellen. Ich meine, hier stehen ja Sachen. Ja, komm, wir machen mal davon was ein bisschen rein und wir machen was von. Wie kann man noch irgendwie. Warum kann man da so viel mehr, aber irgendwie doch nicht? Was ist das hier? Firewood. Was können wir Firewood? Ja, Firewood kann man. Ach so, weil. Oh. So, sonst springt mir das ja die ganze Zeit rum. So. Noch ein bisschen Firewood da rein und dann soll der Händler kommen und unser Zeug abkaufen und selber Zeug kaufen. Also, verkaufen. Also, ihr wisst, was ich meine. So. Da. Ja, auf jeden Fall werden immer mehr Menschen auch geboren. Das ist natürlich eine richtig gute Sache. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das tiefer wird, aber ich glaube, das liegt immer all. Nee, guck mal, das geht ja hier schon um die Kurve jetzt. War das früher auch schon so? Nee, oder? Das wird tiefer, kann das sein? Ging das früher hier auch schon um die Kurve? Bilde ich mir das ein? Ist das jetzt gerade so ein Wunschdenken, oder? Es wäre so cool, wenn das tiefer werden würde, hey. Dies wäre doch so cool. Ja gut, also mit Essen aktuell zumindest nicht so viele Probleme, das ist sehr gut. Mit ankommenden Händlern dafür schon, weil die kommen einfach gar nicht. Und wir sind schon im Jahr 21, finde ich persönlich gut. Oh, 6 Students. Hätte ich auch da oben sehen können, aber wurscht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das bedeutet nämlich, dass es dann auch irgendwann demnächst wieder neue Arbeiter geben wird, die wir einsetzen können. Unser Dorf wächst und gedeiht. Aber es wird noch sehr lange dauern, bis dieses Dorf in Ansatzweise auch nur ein eine Stadt wird. Aber hey, alles braucht seine Zeit. Wissen wir ja. Ich soll auf die Größe von den Früchten achten. Ich glaube, die sind noch nicht groß genug. Ist jetzt bald mal ein Händler? Nee, ne? Ah, du karst die ganzen Sachen jetzt mal rüber, okay. Cool. Sind die groß genug? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Das sind die ganz kleinen. Sind das schon die groß genugen? Early Summer, das ist schon ein bisschen früh zum Ernten, oder? Was machen wir hier? Hier machen wir gar nichts. Ja, der Händler kommt echt gar nicht, ey. Also, ich weiß nicht, wann der halt kommt. Das ist so ein bisschen. Ich hab nix Idea. Nix Idea. Hihi. Sehr gut, oder? So, die sehen da hinten sind zum Ernten reif genug aus. Und es ist Sommer. Wir probieren unser Glück einfach mal. Mal schauen, ob das funktioniert so. Ob die jetzt zu schnell das abernten. Wenn dann es nur ein Feld. Aber wenn wir noch mehr Essen haben, na gut, dann haben wir noch mehr Essen, ne? Können wir das auch bald loswerden. Ich bin die ganze Zeit am gucken, ob wir hier irgendwo. Ob wir hier irgendwo einstellen können, wann der kommt oder so. Aber wahrscheinlich ist das echt zufällig.
Und was mir auffällt, ist, dass diese Berge eine richtig scheiß Location sind. Das hier können wir auch mal harvesten, glaube ich. Eine richtige scheiß Location sind. Wegen Häuserbau und so. Und dass ich mich ganz schön gut eingebaut habe mit diesen ganzen Harvestern und alles, dass das nicht so geil ist. So, wir haben einen freien Arbeiter wieder. Habe ich hier unten im Chatlog gelesen. Ihr hattet recht, das ist echt eine coole Sache, das Ding offen zu haben. Das heißt, wir können nämlich jetzt endlich unsere Minen besetzen. Was habt ihr für Probleme? Was? Wir haben das Limit von Nahrung? Davon gibt es ein Limit? Moment mal. Kann man das irgendwo einstellen? Das ist alles nicht so. Ah ja. Keine Limits für euch, sag ich mal so. Okay. So. Keine. Hallo, Food Limit. Ich glaube, es hakt. Vorher verscherbeln wir das Zeug, bevor wir das hier. Ich meine, hier Inventory. Food, 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 Food. Pumpkins. Machen wir mal davon 300 rein und. Was haben wir für Food alles? So, kann ich das so rauszoomen, dass ich das Food. Na. Kriege ich irgendwie beides in eins? Ach nee, ich kann beides eh nicht aufmachen. Okay. Onions haben wir nicht so viele. Mushrooms auch nicht. Pumpkins und. Ach, Cabbage natürlich. Das Ding haben wir viel zu viel. So, also viel zu viel geht's eigentlich nicht, aber. 600, so. The Hunter is dead in old age. Und da ist ein Händler angefahren. Ein kleiner Händler, aber ein Händler. Und was hat der? Firewood. That Iron Tools. Brauchen wir die? Nein, eigentlich nicht. Aber du kannst gerne mein Firewood mitnehmen. Guck mal, ob wir irgendwie das so geregelt kriegen. Das ist dumm. Weil Fire. Ich brauche das Eisenzeug nicht von dir. Komm, geh weg. Ich hätte aber gerne irgendwie mal andere Sachen. Ich will nicht Coal ordern. Ich will. Ale. Von Close Log Wool. Steel Tool, High Close Stone, Iron. Nee, du hast echt nur Scheiße, hey. Alter Schwede. Das ist ja krass. Dann geh mal lieber wieder weg. Es gibt nämlich kein Geld oder sowas. Also er kann mir jetzt nicht irgendwie hier. Wir können mal gucken, was kriegen wir denn für seine. Ach, was können wir uns davon. Könnten das hier machen. Warte, nee. 16, ja genau, 16 fast perfekt. Achso, das ist. Ja, okay. Was könnten wir jetzt traden? Okay, dann einfach mal, dass wir es gemacht haben. Und jetzt haben wir dann diese Iron Tools, wahrscheinlich hier im Inventory, ne? Ja. Nicht, doch. Keine Ahnung. Irgendwie verstehe ich das nicht. Ich glaube. Ah, wartet, wartet, bevor ihr mir das alles in die Kommentare ausspammt. Moment. Das hier ist, wie viel drin ist. Das hier ist, wie viel ich aus meinem Lager drin halten will. Also, das da, bis dahin füllen sie es immer aus meinem Lager aus. Und das ist, wie viel ich im Inventar habe. Habe ich recht? Wie kriege ich das Zeug dann aus meinem Inventar raus? Ah, ich bin echt ein Noob. Ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Flaming-Kommentare, aber hey. Hehehehe. Hier haben wir schon wieder einen, habe ich vorhin gelesen, was verloren. Wir haben einen Jäger verloren. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und wir brauchen nochmal davon wieder jemanden. Damit die hier schön Sachen produzieren. Dass wir wieder Eisen haben. Denn Eisen ist relativ wichtig. Und tatsächlich geht's endlich voran. Das ist wunderbar. Also wirklich wunderbar. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir uns erst in der nächsten Folge wiedersehen. Mein Name ist Light. Bis dahin, over and out.